Royale Titel können ganz schön verwirrend sein, denn sie ändern sich teilweise mehrfach für die Mitglieder des Königshauses. Als Kate Middleton, so ihr bürgerlicher Name, 2011 Prinz William heiratete, bekam sie ihre ersten Titel. Mit der Hochzeit wurde sie zur Herzogin von Cambridge, Gräfin von Strathern und Baronin Carrickfergus ernannt. Ihr Ehemann Prinz William bekam jeweils die männliche Version der Titel. Diese Titel musste sie bei der Thronbesteigung von König Charles III. Aber nicht abgeben. Es kamen lediglich weitere hinzu. Zunächst übernahm sie Königin Camillas Herzogtümer Cornwall und Rothesay. Kurze Zeit später kamen dann der höhergestellte Titel Prinzessin von Wales und der Gräfin von Chester dazu. Die Titel, die Kate und William halten, können sie teilweise an ihre Kinder weitergeben. So könnte Prinz George bei seiner Hochzeit der nächste Herzog von Cambridge werden. Den Prinz- und Prinzessinnentitel von Wales können die beiden aber nicht verschenken, denn diesen trägt immer der nächste Thronfolger und sein Ehepartner. Somit ist Kate Middleton sowohl Herzogin als auch Prinzessin.